So, viel wieder raus. Alter, wo kommen die alle her, ey? Die Begleiter hier einfach, ne? Und mein Begleiter könnte ich natürlich auch mal wieder rauspacken. Dein Begleiterchen. Mhm. Hat sie denn auch einen Namen? Ja, Aggressine ist das. Aggressine? Mhm. Ist aber kein schöner Name. Finde ich schon. Ist ein Traum. Nee. Ja. Der hört sich aber ganz schön schrecklich an. Der Sturm bricht los. Au! Meine Schritte werden aus. Malfeuer, der Verbündete. Kuren, was auch immer. Ich trage zu viel. Schön. Oh, das trage ich schon viel, ja. Scheiße trage ich schon wieder hier. So ein Spawner hier, auch mehrere Spawner. Ich glaube, die spinnen hier alle. So. Oh. Kurz mein Inventar, ich hab schon so viel Scheiß hier drin, ey. Oh, ein paar nette Sachen habe ich aber auch. Ja? Ja. Strapse und so. Schöne Mönchenstrapse? Mhm. Ist nett, kannst du die mal anziehen? Mhm. Gleich erst. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Genau. Ihr seid kein Feigling. Wer seid ihr? Wir sind der Killer. Der Master of Disaster. Räuber Fotzenglotz. Ja, ich habe vielleicht ein schönes Schwert für dich gefunden. Guck mal da, Flugexpress hier. Hast du mal drauf geguckt? Das ist ja ein Samurai-Schwert. Ja, mit 94 Beweglichkeit. Oder Geschicklichkeit. Ja, übelst geil. Thanks. Ich glaube, das geht ganz gut. Jo. Zug, zug! Ich will es auch mal auspacken. So ein ganz schönes Säbelchen, ne? Ja, ne? Mhm. Späher berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen. Oh nein! Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Gut, gut. Los, ran mit euch. Lüft. So, wo sind die Gegner jetzt? Ich habe hier schon 10 Sekunden kein Gegner mehr verdichtet. Ich auch nicht. Wo ist Gegner mindestens verdichten? Wo ist Gegner? Da kommen sie. Da sind sie ja. Endlich. Glocki! Ah, okay. Alter, ich komm noch mehr. Ich hab mich. Wie ist das, was wir zu laut, ne? Rumposaunt. Jetzt kommen zu viele. Jetzt können wir die Bastion nicht halten. Niemals zu viele. Nicht genug Geisteskraft, nicht so weit. So. Heli. Du alter Höllenlachs, du. Also das müssen ja schon, die müssen sich ja schon verzehnfachen hier, damit ich hier ein bisschen. Ah, da kommt auch mal was. Nicht genug Geisteskraft. Zieh dich. Verzieht euch. So. Wir haben es geschafft. Das Katapult ist in Stellung gebracht. Geh mal schnell. Dank eurer Hilfe können wir jetzt endlich mit dem Katapult. Das ging bestimmt doppelt so schnell wie beim anderen, ne? Hm. Ich hab das Gefühl gehabt. Da unten wütet's wieder ordentlich, ey. Ja, da ist schon wieder. Ist das eigentlich Erzmodern da hinten? Ne, ja, das ist nur so ein großes Vieh, ne? Ich glaube, das ist nicht Erzmodern. Ne, das ist einfach nur so ein fettes Vieh. Azmodane lässt sich bestimmt nicht herab, um hier selber zu kämpfen. Ich denke auch nicht. Dafür ist er zu gut. Ist ja zu einfach für ihn, wahrscheinlich. Ja, ne? Glaube ich auch. Ja, sieht ein bisschen so aus wie Weihnachten hier, ne? Jetzt Blut. Meinst du? Vielleicht spielen wir hier auch die Weihnachtsgeschichte nach. Ja, ich denke auch. Ja. Ich bin Ebenezer Scrooge. Und ich warte hier auf die komischen Geister. Ja. Eure Kraft lässt euch. Ich denke auch. Haben wir das nicht mal im, im Kindergarten aufgeführt? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass wir irgendwann mal so ein Ebenezer Scrooge Weihnachtsgeschichte aufgeführt haben im Kindergarten. Wer warst du? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer ich war.
glaube, du hast das geträumt. Ich glaube, ich war einer von den Geistern. Ich hatte solche komischen Ketten um meine Arme drum. Ketten? Du warst so der gefolterte Geist. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Dreht an der Winde. Immer doch. Dreh mal dran. Du machst da gar nichts, du stehst da nur blöd rum. Ja, du musst da drauf triggern andauernd. Wie drauf triggern? Das kann er ja selber machen, ey. Ich bin nicht hier sein Lakai. Ich bin nicht stark genug. Hallo, du bist ein Held. Könntest du bitte meinen Freund da drüben fragen, ob er nicht verdammt nochmal mit anpacken könnte? Aber der wird dreist, ne? Übelst. Er macht das doch alles gut. Ich mach das hier gut. Ich trigger auch noch mal ein bisschen drauf, ja. Ja, immer nur alle paar Sekunden musst du das machen. Dann halt wieder leuchtet. Ich regel das hier schon. Okay, ich messe hier so ein bisschen rum. Ein paar Glöckchen raus. Osterglocken. Osterglocken. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. Ja, nein. Ah, kriegst du es hier? Kriegst du auf die Fresse? Kein Problem. So. Sollen die, die Zitadelle zurückkehren? Nein, sowas machen wir nicht. Zitadelle der Bastion zurück. Okay. Sind ja lieb. Portal. Down Portal? Down Portal. Bling! Während ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen in die Tiefen eurer Bastion eindringen. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Ich denke nicht, Fettsack. So, jetzt sprechen wir nochmal mit Tyrael. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Wenn ich zurückkehre, wird die Bresche versiegelt sein. Jo. Nun, warte mal. Was machst du denn da schon wieder? Choppen? Da ist natürlich Tyrael, unser guter Kollege. Aber, ja. Ich zauber hier mal wieder den ganzen Kram, ne? Herstellen. Den ganzen Shit, den ich hier. Ihr verlangt das Unmögliche. Ich will Sachen verkaufen hier. Verkaufen? Verkaufen will ich das nicht. Ich will Sachen verkaufen. Wo ist denn hier? Ist doch noch so ein anderer Typ hier irgendwo. Ich bin hierher. Hier sind ganz viele Typis. Ich will verdammt sein, wenn ich hier kampflos abziehe. Okay. So, ich habe alles vertickert. Macht er. Oh, ich kann jetzt die Hose tragen. Nett. Schön. Ach, ich kann auch jetzt. Ach, brauche jetzt ja gar nicht mehr. Scheiße. Ach, ich hätte mir da sowas gebaut. Alter, ihr sind Gegner. Achso, das war's schon. Das war ja nicht gerade so spannend. So. Ein paar Sachen austauschen hier mal. Puh. Nee, weg damit. So ein dicker Hammer hier? Nö, so eine sexy Höschen. Sexy Höschen? Shoppst du da schon wieder? Bist du da schon wieder am Shoppen? Ich verkaufe. Du verkaufst? Du brauchst nur Beweglichkeit und Vitalität. Geschicklichkeit meinst du? Meine ich ja. Sorry, bei WoW heißt das Beweglichkeit, deswegen bin ich immer verwirrt.
Geschicklichkeit natürlich. So. Jürtel noch hier. Ach, kann ich auch nicht tragen. Ich trage. Beeilst du dich mal mit der Verkauferei. Gleich. Ich vertick da einfach alles in 10 Sekunden. Ich muss ja ein bisschen gucken, ja? Also. 29 Vitalität. Ist das gut? So. Was haben wir hier noch? Weg. 47 Vitalität. Magischer Beinschutz. Magischer Beinschutz. Ich glaube, ich muss Lilifee wieder wegpacken. Lilifee sagt. Warum? Mein Fififee natürlich. Lilifee. Weil ich jetzt coolere Zauber habe. Aha. Zum Beispiel das Spielbild könnte ich benutzen. Spielbild? Guck mal. Ist ja auch cool. Ich gebe es jetzt dreimal. Welcher bist du denn jetzt davon? Sag ich nicht. Der. Aha. Du Schlawiner, du. Kahnflug wollen wir nicht. Ich brauche nur Fertigkeiten. Ich hätte aber auch noch den Meteor, den könnte ich auch noch benutzen. So, wo ist Licht, kann ich nochmal. Oder soll ich lieber den Meteor benutzen? Also ich kann gerade nicht reingucken, ich muss hier gerade. Auch cool. Ich glaube, ich behalte erstmal den Meteor. Dann werfe ich hier Asteroiden auf unsere Gegner. Zeig mal. Ja. Ey! Nicht auf mich, ich bin doch dein Freund. So, wollen wir weitergehen? Ja, kann man machen. Bist du endlich soweit? Ja. Tick, tick, tick. Ulse dreht durch die Bastionstiefen Ebene 1. Ja, wollen wir doch da mal geht's rein. Weiter. Bibliothekschriftrollen. Oh, Münsterchen. Spürt die Faust der Götter. Genau. Ja. Oh, Geschenke. Nett. Die armen Barbaren. Baba. Oh. Die Menschen. Das stimmt. Tatsächlich. Dass sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertränken. Noch ist das Mädchen schwach. Und ihre Heldin wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Lass die gefräßige Bestie los. Oh oh. Ich greife auch immer von unten Bestie an. Los, ja. Du auch. Mhm. Ist ja frech. Der Arzt mal an, der weiß, wie es geht. Mhm. Richtiger Ladiesman ist das. Ladyman, ja. Richtiger Ladiesman. Oh! Da fand ich deine drei Typis aber echt doch ein bisschen cooler noch. Aber ich will doch Damage machen. Ich brauche mich doch nicht zu verteidigen. Die drei Typis, das war ja nur ein Abwehrzauber. Ach, macht davon keiner Damage oder was? Nö, das ist halt nur, damit die Gegner nicht wissen, genug Geisteskraft. Wer ich bin. Aha. Dann benutze ich doch lieber den Meteor. Bam! Bam! Sieht schon gut aus. Wieder ein neues Wissen. Oh, schon wieder. Die Seelenreißer sind der Fluch der Lebenden. Es sind Kreaturen, die aus der unendlichen Bosheit entstanden sind, die im Inneren der Hölle brodelt. Sie sind beweglich und flink und halten sich mit ihrer riesigen Zunge an ihrer Beute fest, um sich dann schlagartig heranzuziehen und auf ihr Opfer zu schwingen.
Sobald ein Reißer das erst einmal geschafft hat, ist er nicht mehr davon abzuhalten, sich an seinem Opfer zu weiden. Schlingel. Hört sich gar nicht gut an. Das gar passiert nicht uns nicht. Nee, gar nicht nett. Das passiert uns nicht. Stimmt nicht. So ein Reißer hier ankommt.